Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ECW 2K24. Wir haben auch heute eine vollgepackte Card. Schauen wir uns mal an, was wer heute alles gegeneinander kämpft. Wir haben einmal Sabu gegen Jerry Lynn in einem FTW Rules Match. Geht allerdings nicht um den Titel von Jerry Lynn. Danach haben wir noch Kid Cash gegen Chris Candido, Chris Jericho gegen Masato Tanaka. Dann auch die gefühlt 500. Auflage von Mike Awesome gegen Rob Van Dam. Auch hier geht es nicht um den Titel. Dafür geht es in unserem Hauptkampf um den Television-Title, den sich ja der Sandman, der erst vor kurzem beim Pay-Per-View zurückholen konnte, von Rhino, eben hier Rematch. Und wir haben Roadkill als Special Referee. Okay. Muss halt ganz verstehen. Los geht's. Viel Spaß damit. Einzug machen wir ja auch aus. Wir nehmen Sabu, Jolin, wir nehmen wieder Sabu. Ist eigentlich ein ganz normales Extreme Rules Match, ein FTW Rules Match, bloß dass nochmal andere Sachen unterm Ring versteckt sind, als eben nur Tisch und Stuhl und das Zeug, was wir halt generell immer haben. Hier gibt es noch ein paar andere Gegenstände, aber das werden wir sicher nachher dann sehen, wenn der ein oder andere Gegenstand unterm Ring vorgeholt wird. Sabus Moves habe ich übrigens immer noch geändert, habe ich immer noch vergessen. Wollen wir ihn mal machen? So, wir gehen nach außen, schauen wir, was hier im Ring versteckt ist. Ja, ein Stoppschild ist schon mal schön. Kann allerdings noch nicht eingesetzt werden, da hier Jerilyn erstmal kontert. Der schaut jetzt einerseits noch, was noch alles so versteckt ist da unten. Und holt sich den Singapore Cane, das kennt man schon. Und damit. Da kommt es nicht zum Einsatz. Aber ich bin mir sicher, früher oder später, wenn wir den ersten Gegenstand hier auch in Benutzung kriegen. Sabu hat das Stoppschild ein bisschen angetan. Jetzt schon fällt nicht drauf rein. Weil ich hier schön brav im Ring. Und dann wird es hier. Sabu zum Celtic Cross hoch. Der kommt allerdings gleich wieder raus. Dieser komische Pele-Kick, der wie gesagt hier bei uns im Spiel viel zu oft kommt. Ja, wir machen ihn gleich nochmal klar. So, Stoppschild, her mit dem Stoppschild. Ja, komm rein. Leiter. Oh, richtig lange Leiter. Baut jetzt hier Kid Cash auf. Aber dann kommt der Sprung durch die Seile. Ist auch nicht komplett erwischt, aber zumindest soweit für Ablenkung gesorgt, dass hier Kid Cash in der Hinterhand kommt. Und Sabu legt jetzt den Kid Cash auf die Leiter quer. Geht jetzt langsam das oberste Seil hoch. Aber da kann Kid Cash schneller wieder runterkommen. Trotzdem gibt es den Flying Elbow. Komme ich an keinen Gegenstand hin, weil die ja alle quer verstreut liegen unter Leiter. Ah, guck mal, waren das noch? So, ein Eishockeyschläger, okay, das passt natürlich für mich besonders. Und der ist auch der erste Gegenstand, der eingesetzt wird und auch durchgezogen wird. Ein guter Easton Hockey Stick. Schnappt sich allerdings jetzt Sherilyn im Stick. Mit der Whipping gegen die Leiter. Wieder legt Sabu hier Cherylin quer auf die Leiter. Was diesmal für eine Aktion langt. Backdrop. Durch die Leiter, die natürlich in der Mitte durchbricht. Cherylin bekommt jetzt natürlich die zweite Luft. Ich glaube, dieses Stoppschild. Und da schlägt er mit dem Stoppschild zu. Wirft sie sogar ein Stück. Was schon leichte Beulen hat, das Stoppschild. Die Job soll folgen, auch hier kann er allerdings Sabu ausweichen. DDT außerhalb vom Ring. Sabu, auch hier mit dem Stoppschild.
Das sieht total schwer für die aus, das Ding. Was gibt's denn hier noch? Wir haben hier noch. Wir haben hier noch. Ein Barbed Wire Bat. Okay, sehr schön. Ein mit Stacheln umwickelten Baseballschläger. Nochmal die Steigerung von dem normalen Baseballschläger. Und den muss hier Jerry Lynn einstecken. Mehrmals sogar. Der Blue Day schon. FTW Roots. Nochmal eine Nummer. Extremer als normales Extreme Rules Match. Das Ding scheint auch nicht zu brechen oder irgendwie kaputt zu gehen, von dem her schlägt Sergio immer weiter auf ihn ein. Und dass ich hier Jerry überhaupt noch wegrollen kann. Max Anderson DDT außer vom Ring, da kann sogar selbst der Ringboden außer vom Ring jetzt oder der Boden außer vom Ring ist gezeichnet von vom Blut von Jerry Lynn. Und das ist hier alles in unserem Opener, auch hier der Move gekontert. Jerry Lynn mit dem Eishockey-Stick wieder. Aber sehr gut zweimal kontern. Der Pele-Kick. Und jetzt ist es Zeit, ein bisschen Hockey zu spielen. Schade, ich habe nicht aufs Knie gezielt. War das denn gezielt? Also ganz schön. Ich glaube, meine Schläger werden da schon früher gebrochen. Scheinbar ein alter. Jetzt ist er auch kaputt. Haben wir es doch geschafft. Ein alter Vollholzschläger. Aber der Pin muss trotzdem im Ring erfolgen. Also deswegen schiebt es auch Sabu. Was haben wir hier noch für einen Teil? Das ist eine Eisenstange? Ne, das ist eine Lightbulb. Das ist eine Neonstoffröhre. Wir jetzt hier auch zum Einsatz kommen. Und kommt hier zum Einsatz. Er zerbricht krachend auf dem Kopf von Jerry Lynn. Ach, dieser Move ist so dumm. Ja, der ging leicht tief, glaube ich. Und von Jerry Lynn. Irgendwas versucht hat, ich habe es genau erkannt, was es sein sollte. Woodbane aber reverse in die Ecke und Jelly mit dem Vorarm geflogen. Jetzt hier geht Sabu aufs oberste Seil. So, der Hurricane Runner folgen, so schaut's aus. Ja, kurz gezogen DT. Deswegen auch schon Blut getränkt jetzt. Sabu's Obser Seil, super Finisher. Okay. Ich denke mal, das sollte lange in der Ref. Zählt bis 3, damit verliert unser FTW Champion Jerry Lynn zwar das Match, aber wir haben ein Non-Title Match, das heißt, Titel bleibt bei seinem alten Besitzer. Aber FTW Rules nochmal ein Tick härter, sieht man auch am Ring, sieht man auch an Jerry Lynn, der deutliche Kampfspuren zeigt. Ein guter Opener. Das nächste Match ist Kid Cash gegen Chris Candido. Spielen wir diesmal mit Chris Candido. Wir haben noch wenig im Einsatz gehabt bisher.
teeth at the Performance Center as of late. Yeah, a consistent work ethic is what you're talking about, Michael. He's not someone who will rest on his laurels. So das Fight aus weniger blutig werden. Ein ganz normales 1 gegen 1 Match, also keine besonderen Regeln. Aber das ist auch keine Fehde, es ist halt einfach ein Match. Kid Cash, schöner DDT. Aber direkt Chris Kindo kommt bei 1 oder raus. Ja, schöne Powerbomb. Ziehen wir vom obersten Seil jetzt. Elbow Drop bestimmt. Ah, geht fast daneben, aber tilt dann doch noch. Dann noch ein Elbow Drop folgen. Der geht aber definitiv daneben. Und dann ist ein Strike. Sah ein komisch aus, aber aus wäre Kid Cash hier gestolpert. Swing Neckbreaker. Ganz schön strike-lastiges Match bisher. Was geht Kid Cash nach oben? Und mit dem Moonsault auch, der verfehlt allerdings komplett. Dropkick von Chris Candido in den Rücken. Jetzt hier einen Tritt in die Magen gegen kontert. Folgt von einem Leg Drop. Neckbreaker. Also keine Pause hier in dem Match. Es geht Move an Move an Move. Und Kid Cash. Wollte Suplex Brainbuster. Das soll jetzt richtig schnell vorbei sein. Ja, damit Kid Cash hier der Sieger in diesem kurzen Match. Da sieht er noch irgendwas. Eddie Guerrero kommt rein und attackiert hier Chris Candido, okay. Kid Cash kommt zurück, geht hier dazwischen und attackiert seinerseits jetzt Eddie Guerrero und befördert ihn aus dem Ring raus. Na, Eddie und Kid Cash erst befreundet, auf einmal befeindet und jetzt sparen sich hier ein Bündnis zumindest zwischen Kid Cash und Chris Candido an. Weiter geht's mit Chris Jericho gegen Masato Tanaka. 1 gegen 1 Match, also auch keinerlei Sonderregeln. Jericho hier schon im Ring. Von Masato Tanaka reingestürmt und geht direkt hier Takedown. Attackiert hier noch vor im ersten Ringgong Chris Jericho. Jericho hat euch eigentlich als Aufbaugegner in einem der ersten Matches für Masato Tanaka gedacht, allerdings hat er sich dann doch mehr gewehrt, als es Masato Tanaka lieb war. Jericho bisher ohne irgendwelche Gegenwehr. Das Tree of Woe. Klemmt der Jericho kopfüber im Eck fest, der kann nichts mit dem Tritt kontern, so muss hier sich mal irgendwie befreien. In Reversal geht's in die Ringecke. Schallende Ohrfeige hier von Tanaka. Hurricane Runner folgen von Jericho. Und da hält sich Tanaka am obersten Seil fest. Jericho fliegt somit alleine runter. Und hier ein Frog Splash auf Jericho. Das Cover folgt. Ringsteller Kickout von Jericho. Hier direkt mit der Double. Oder Triple Powerbomb kontert. Und auf jeden Fall das Windows-Insegnis ist der Lion Tamer. Wehrt sich Tanaka noch? Lion Tamer, ein bisschen früh schon im Match. Und Jericho kann ihn hier durchziehen. Mal gucken, ob er Tanaka zur Aufgabe bringt. Ein Tanaka kann dann noch rauskommen. Cover, jetzt hier rollt hier Jericho ein. Reversal. Und so gewinnt Jericho dieses Match. Okay, okay.
Nicht schlecht. Das nächste ist ein Match, das wir auch schon einige Male gesehen haben. Mike Awesome gegen Rob Van Dam. Da ist der Titel dann zusammen hin und her gewechselt. Aktuell ist Rob Van Dam Champion. Hier geht es aber nicht um den Titel. Wir nehmen mal Rob Van Dam. 1-gegen-1 Match. Einzige habe ich abgewählt, rausgemacht. Hier auch Mike Awesome schon im Ring. Schaut mal ein bisschen ähnlich aus wie das, was wir gerade schon von Jericho und Tanaka gesehen haben. Ja, hier auch greift Rob Van Dam direkt noch vor Ringgong ein. Attackiert hier. Jetzt geht der Ref dazwischen, wird aber weggeschickt. Rob Van Dam attackiert Mike Awesome weiter. Und der Ref läutet die Ring, gibt den Ringgong. Ist das Match geht jetzt los oder ist es vorbei? Ja, ich glaube, das war das Beginn vom Match. Frage ist hier, ob jetzt überhaupt noch ein Match hier zustande kommt. Mike Awesome dann doch gezeichnet. Wir haben gesehen, dass Mike Awesome zwar ist ja mit wenigen Gegnern wirklich größere Probleme hatte eigentlich. Aber hier natürlich durch diesen frühen Angriff. Also das Splash folgen. Das kam auf Mike Awesome, aber die bringen die Knie hoch. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Das ist kein Extreme Rules Match, ganz normales Match. Sprung Ring schmeißen war jetzt mehr so semi. Oh, das. Schöner Move hier, aber was schon auf den Stuhl. Der Ref kriegt jetzt auch noch was ab hier. Und Mike Awesome. Man mahnt jetzt hier auch Mike Awesome, schon nimmt den Stuhl und schmeißt ihn nach draußen. Zum Power Slam gekonnt mit einem Neckbreaker von Rob Van Dam. Baseball Slider, da ist Mike Awesome schon schneller im Ring zurückpasst. Clothesline direkt gekontert. Und Robin, der will natürlich beweisen, dass hier sein Titelgewinn nicht nur eine Eintagsfliege war. Bärhack-Ansatz, aber auch das schwierig gegen Mike Awesome durchzubringen. Spear von Mike Awesome. Aber die rollt sich in Ecke, jetzt entfernt Mike Awesome das Ringpolster. Ich soll folgen, abgefangen von RBD. Zur Powerbomb. Wieder keine Ahnung, die sich rausrollen. Schickt jetzt Mike Awesome in die Ecke, wo das Ringpolster entfernt wurde. Hier natürlich RVD anders vorgestellt. Snake Eyes gegen den entblößten Stahl. Big Splash folgen. Und wieder bringt RVD die Beine hoch. Front Slam. RVD. Leg Drop. Da werde ich gleich mal das Cover hinterher bringen, allerdings. Mein Gott. Der Ref, der war wieder dabei, damit beschäftigt, das Ringpolster anzubringen. Springing Elbow. Und nochmal kommen. Wieder links ins Leere. Wer hat jetzt gewonnen? Okay, wer hat jetzt gewonnen? Ist als No-Contest gewertet worden. Okay, wahrscheinlich war das Eingreifen am Anfang dann doch zu viel für den Referee. Sehr komisch. Im folgenden Main Event haben wir ein Special Guest Referee Match zwischen Rhino und dem amtierenden TV-Champion, dem Sandman, mit Special Referee Roadkill. Und auch hier nehmen wir einfach mal Roadkill.
versuchen das Match mal ganz fair im Ring zu callen. Haben wir neulich mit Rey Mysterio auch ganz gut geschafft. Halten uns da raus. Guck mal, nehmen unseren Stuhl, legen den von mir aus irgendwo hin. Ja, ich komme ja schon. Stuhl ist da. Läuft mit beiden eigentlich so gar nichts am Hut. Aber befördert Rhino den Sandman nach draußen. Kommen wir auch schnell wieder zurück. Clothesline. Count bis zwei. Ein bisschen schnell, ja. Hat eigentlich hier keinen Grund für Roadkill, sich irgendwie in das Business von den beiden einzumischen. Mittelfinger jetzt vom Sandman. Weiß ich, ob es den Fans galt oder als gegen Rhino gedacht war. Aber wieder. Aber nur bis zwei. Goodness gracious. No respect being shown whatsoever with those stops. The Sandman turns that away. Hat der Sandman tatsächlich sich gegen Roadkill gerumpelt? Und wir waren jetzt vor Closer nach Seil. Whippin. Gefolgt vom Gore vor hier von Rhino gegen den Sandman. Das war ein richtig schneller Count. Wahrscheinlich hat hier Roadkill nicht gepasst, dass er eben angerummelt wurde vom Sandman. Set den Count schnell durch und so ist tatsächlich Rhino der neue und auch wieder alte, weil er hat ja vor kurzem den Titel verloren. Television Champion, das war schon sehr schnell gezählt. Also ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also wenn der Sam hier die Bilder vom TV sieht, da bestimmt nicht gerade angetan sein mit Roadkill. Jetzt hier auch den Titel an Rhino übergibt. Unser neuen Television Champion. Erbärmliche Ringrichterleistung. Damit alle Matches der Montagsshow beendet. Am Mittwoch bei ECW und TNN haben wir noch Blue Mini und Steve Richards gegen die Ball Swinging Freaks. Dazu Terry Funk gegen Steve Corino im Extreme Rules Match. Und im Main Event Triple Threat auch Extreme Rules. Mike Awesome, Masato Tanaka und Kid Cash nehmen es miteinander auf. Gucken wir mal, was da so rauskommt. Die simulieren wir mal alle durch. Da gewinnen die Chair Swinging Freaks gegen die BWO. Dann Steve Corino gegen Terry Funk. Oder Zufall kann sich hier Steve Corino durchsetzen. Neuankömmling. Jetzt schon eine gute Match-Streak. Das Match spielen wir dann auch. Extreme Rules Mike Awesome gegen Masato Tanaka und Kid Cash. Das ist schon schwer, jemanden zu wählen hier, aber ich nehme mal Masato Tanaka. Erstmal draußen geht es hier erstmal raus, hält. Schauen, was hier alles so gibt. Die Leiter entschieden. Schickt erstmal Kid Cash über das oberste Seil. Shoulder Block. Mit den ganz nach draußen. Dann haben wir wieder Tanaka gegen Mike Awesome. Das niemals alt werdende Duell. Snap Suplex. Kid Cash schon ein bisschen das dritte Rad am Mofa hier gefühlt.
Und Spinebuster, nein, Closer nach Seil hier von Mike Awesome. Aber versucht direkt. Tanaka räumt jetzt hier gut auf. Jetzt sind wir hier von. Auch schon mal Suplex hier von Kid Cash. Ist hier alleine übrigens und übers oberste Seil springt. Tanaka damit nicht gerechnet. Schlägt hier voll ein. Mike Awesome mittlerweile hat sich einen Singapore Ken geschnappt. Hier auf Tanaka einschlagen, der rollt sie längst schnell wieder in den Ring zurück. Guckt dann allerdings in die falsche Richtung und kriegt es so voll ab, fängt direkt das Bluten an. Der Dropkick nach draußen auf Mike Awesome. Pump Handle Slam. Ein Spear von Mike Awesome. Sollte vielleicht hier Tanaka nicht zu lange auf dem obersten Seil feiern. Einroller von Tanaka. Kid Cash kann noch dazwischen kommen, aber ich glaube, Mike Awesome hat hier sowieso ausgekickt. German Suplex. Ja, hier kommt Tanaka raus. Dropkick. Schöner Discus Punch. Jetzt Cover gegen Mike Awesome. Aber nur bis zwei. Dann macht das clever, findet dann danach direkt Kid Cash, der auch noch am Boden liegt. Aber auch hier geht's nur bis zwei. Schadens in die Ringecke. Mike Awesome kramt derweil unterm Ring wieder was vor. Und diesmal hat Tanaka besser aufgepasst. Allerdings sieht er hier Kid Cash nicht kommen. Jetzt mit dem Singapore Cane schmeißt. Double Xander Blow. War ja, nicht wirklich getroffen. Und ob das so eine Legende war, hier beide gleichzeitig zu attackieren. Alabama Slam, das war der Move, der Mike Awesome den Titel gekostet hat. So ein Low Blow kommen kann Tanaka links ausweichen. Er geht hier mit dem Singapore Cane zu. Oh, gleich ging vollkommen daneben. Kitkash ist nur eine Müllkonne. Der Ref irgendwie hat nur Mike Awesome im Blick. Whippen gegen die Ringtreppe, gekontert allerdings. Und so fliegt Tanaka wieder in den Ring zurück, direkt in das Knee Drop von Mike Awesome. Da ist immer einer zu viel noch schön gekontert hier. Los dann jetzt die große Chance hier. Aber kommt Kid Cash schon auf die Beine. Man kann so das Cover unterbinden. Muss hier allerdings den Discus Punch einstecken. Cover Mike Awesome noch nicht auf den Beinen.
Kann aber hier nochmal unterbrechen. Und Powerbomb von Mike Awesome. Tanaka kommt hier nochmal raus. Double Team. Klappt nicht ganz. Langer Vertical Suplex. Ein Stilskas Punch hier von Tanaka, der hier dann Kid Cash pinnt. Auch nur bis zwei. Ist gleich nochmal. Eine Legende gewesen hier, Mike Awesome zu pinnen. Oh, schnelle Close rein. Kommen sehen. Der Punch schickt hier Tanaka auf die Bretter. Mike Awesome geht nach außen. Und diesmal klappt der Spear zumindest einigermaßen, auch wenn er nur in den Rücken trifft hier von... Oh, der Shoulderblock außerhalb vom Ring. Schmeißt den Stuhl jetzt, kann Tanaka allerdings abfangen. Blickt jetzt hier auf der Ringabsperrung. Bulldog außerhalb vom Ring. Hier Kid Cash den Tisch einstecken. Gleich nochmal. Beug vom Cover. Mike Awesome liegt noch außerhalb, benommen. Neben dem Ring, rappelt sich langsam wieder hoch. Und Kid Cash kommt tatsächlich bei 2 nochmal raus. Komplett rot schon. Wieder der Tiefschlag von Mike Awesome folgen. Zum Bearhug auch hier wieder gekontert. Harte Ellbogenschläge. Und hier geworfene Powerbomb. Ah, Kid Cash. Verhindert hier Schlimmeres, sonst wäre das Match jetzt zu Ende gewesen. Also alle drei Männer jetzt deutlich gezeichnet von diesem Match. Close dann gegen Kid Cash. Mike Awesome liegt draußen. Wieder der Pin-Versuch von Masato Tanaka. Und diesmal langt es tatsächlich bis 3. Oh. Das ist schwer gezeichnet. Alle Männer hier von diesem Match. Einige Finisher gesehen. Aber alles in ein klasse Match. Und wieder ein weiteres Match in der großen, langen Historie zwischen Tanaka und Mike Awesome. Heißt, damit sind wir noch 2 Wochen von unserem nächsten Pay-Per-View von Heatwave entfernt. Sehen wir uns die Tage wieder und dann denken, sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao.